Moin Leute, hier ist wieder euer Micha. Es geht weiter mit dem Unimog 406 Ausgabe 17 und da schrauben wir am Leiterrahmen Teil 1 erstmal los. Schauen wir einfach mal in die Ausgabe 17 vom Unimog 406. Wie immer die erste Legende mit dem Leiterrahmen Teil 1, die Montageteile dazu entsprechend passend. Und hier haben wir nochmal den 406. Der 406 ist im Anmarsch. Entschuldigung. Sehr schön aufgebaut. Hier kann man schön sehen, wo was welches Bauteil angebaut ist. Mit hohem Tempo trieb man in Gaggenau in den frühen 60er die Verwirklichung der schweren Unimog-Baureihe voran. Es gab jede Menge zu tun, denn die Prognose für die weitere Marktentwicklung des Alleskönners in seiner bisherigen Form waren keineswegs rosig. Ja, das kann man so vorstellen. Immer voran. Die Rahmenkonstruktion des Unimog 406 orientierte sich an den zumeist im Militärdienst aktiven S-Modellen. Die geköpfte Auslegung hatte sich selbst unter extremen Einsatzbedingungen bestens bewährt. Kann man sehr schön alles sehen, hier auch die Antriebswellen und hier auch die Zusatzwellen, die nach hinten durchgehen. Die Anschlüsse hier alle cool gemacht, sehr schön. Hier haben wir einen schönen Motor. Der Unimog-Entwickler richtete ihre Augen auf den brandneuen OEM 352, als es um die optimale Motorisierung der Baureihe 406 ging. Der Sechszylinder-Diesel hatte mehr als dreimal so viel Hubraum wie der alte OEM 636. Hier kann man auch schön sehen, genau, habe ich in der Ausgabe 16, ja, in der Ausgabe 16, nee, 15, doch, 15 gebaut. 15, 16, 16. Hier sieht man auch schön die Anschlüsse halt entsprechend schön. Gut gemacht. Ja, auch die Leitungen hier alle passen sehr gut. Sehr schön zu sehen. Ja, auch der Ölfilter hier alles. Ölwanne. Sehr gut. Angesichts der Leistung und der Gewichtszuwachsen der 406 Unimog waren die Reifenhersteller vor einigen Problemen gestellt. Unterschiedliche Profile und Reifenbreiten standen je nach Einsatzzweck zur Verfügung. Hatte dann eher mehr die Straßenversion, hier so ein bisschen mehr Traktorversion. Die unterschiedlichen Reifen für den 406 konnten werkseitig geordert werden. Da stets die Fahrsicherheit im Vordergrund stand, war die Bereifung letztendlich Kompromiss. Ein Kompromiss, jawohl. Wenn der Anwender 406 mehr verlangte als die werkseitig angebotenen Pneus, kam er nicht um die Anschaffung spezieller Reifen bzw. Radsätze herum. Das sieht eher nach Straßenreifen aus. Das ist schon ein bisschen was Mischreifen, also für unterschiedliche Wege, sage ich mal so. Hier haben wir noch einen schönen Doppelkabiner. Ein seltener Anblick. Von dem Doppelkabinenversion 406 entstanden nur rund 350 Exemplare. Bei ihnen blieb von der Ladepritsche lediglich ein kümmerlicher Rest. Ja klar, kann man verstehen. Hier haben wir auch nochmal einen schönen Motor vom 406 zum Serienstart der Baureihe 406 fand sich unter der kurzen Motorhaube ein unverwüstliches, aber antiquiertes Sechszylinder-Triebwerk. Nach 15 Monaten wich der OM 312, aber dem hochmodernen 352. Ja. So sieht das gut aus. Der große Traktortest, jawohl. Der Unimog trug damals noch nicht lange den Mercedes-Stern. Die Modellpalette bestand ausschließlich aus dem U25 und der war nur mit einem Motor, einem Radstand und einem offenen Führerhaus lieferbar. Ja, das hat man ja schon am Anfang alles gesehen gehabt. Ja. Und hier den Unimog als Walze. Natürlich kann man den Unimog im Straßenbau verwenden. Dieser U411 zieht eine Vibrationswalze, deren Antrieb über die hintere Zapfwelle erfolgt. Jo, dann geht es auch weiter noch mit der Ausgabe 18. Das ist dann die nächste Baureihe für den Träger auf der rechten Seite. Oder linken Seite, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Gucken wir mal jetzt mal rein, was wir haben. Schauen wir mal rein.
was wir haben. Wir haben hier den ersten Träger, und zwar 17A, linker vorderer Längsträger. Material ist Zinkdruckguss. Sehr schön eingepackt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ja, ich weiß, man soll mit Verpackung ein bisschen sparen, das ist ja auch alles richtig. Aber ich hoffe, ich sage jetzt, möchte es einfach mal frühzeitig erwähnen, dass vielleicht die Scheiben von dem Unimog doch so eine leichte Haftfolie rüber bekommen. Wenn die nämlich in dieser Plastikteile sind, in den Plastikdingern sind, dann gibt es doch immer noch ein bisschen Abschabung vom Transport her. Und das wäre natürlich nicht so schön. Und ich hoffe, dass wir da vernünftige Scheiben bekommen, die, wie gesagt, mit so einer Haftfolie überzogen sind, die man leicht abziehen kann und dass die keine großartigen Kratzer haben. Weil der Unimog ist, muss ich ganz ehrlich gestehen, so top gebaut. Also alles sehr edel gemacht. Auch, dass man keine Kratzer bis jetzt drin hat. Die ganzen Teile sind lackmäßig super toll gemacht. Und hoffe, dass es auch dann so weitergeht. Das ist, wie gesagt, der linke Träger aus Metall. Auch wieder außen sehr schön alles lackiert. Sieht sehr edel aus, sehr, sehr gut gemacht. Keine Lunker drin oder Kratzer oder sonst irgendwelche Sachen. Absolut top. So, dann bekommen wir 17D. Das ist der linke vordere Querlenkerhalter. Das ist der hier, auch wieder aus Metall. Sehr schön beschichtet. Dann haben wir 17B. Das ist linke Windenhalterung. Das ist die hier. Und wir haben dann... Nee, das ist ja Quatsch. 17C ist das. Das Gehäuse der Handbremse. Entschuldigung. Und das ist hier die linke Windenhalterung. 17B. Gut, schrauben wir mal los. Was wir da brauchen. Was wir zusammenkriegen können. Und wir brauchen jetzt erstmal den Halter. Dieser Halter kommt... Mal gucken, wie rum wir das drehen müssen. So rum. Und zwar kommt der jetzt. Wo kommt der ran? Hier hinten kommt der ran. Hier wird der aufgelegt. Und zwar vor der großen Platte hier. Und wird mit AM-Schrauben verschraubt. AM-Schrauben haben wir hier. Mal zwei Stück dafür. Sehr schön gemacht, sehr gut. Jetzt brauchen wir, nehmen Sie das Gehäuse der Handbremse, das ist dieses hier, und da müssen wir mal gucken, wie wir rum kommen. Und zwar haben wir hier eine kleine Aussparung, und hier haben wir den Schnurpsel, also kommt das so ran. Genau so müsste es ankommen. Ja, und wird dann auch, hier haben sie nochmal eine Detail, also nochmal schön detailliert aufgezeichnet, wie rum das kommt, weil man das halt im Dunkeln, so kann man das kaum sehen, aber so sieht das schon mal richtig gut aus. Da haben wir detailgetreu, also detailfotografiert, nicht detailgetreu, detailfotografiert gut sichtbar gemacht, wie rum das Teil sitzen muss. Und wird dann auch mit AP-Schrauben verschraubt, mit einer. Mal gucken, wie rum wir das jetzt haben, so rum. Upsa. So, jetzt haben wir es. Gucken, dass es richtig sitzt. Ja, sitzt in seiner Aussparung drinnen. Nochmal vorsichtig nachziehen hier. Sehr schön. Das haben wir gemacht. Jetzt kommt noch die Windenhalterung. Das ist die hier. Und die kommt auch hier neben. Und zwar
im vorderen Bereich. Da haben wir hier einen Stift, hier also Öffnung und nochmal einen kleinen Stift rüber. So. Und auch hier haben wir wieder eine detaillierte, ein detailliertes Foto. Mal sehen. Finde ich klasse, dass das so gemacht wurde. Und dann wird von oben, gehe ich mal davon aus, genau, von oben eine AM-Schraube reingeschraubt. Und zwar hier rein. Sehr schön. So ist jetzt das Ergebnis noch ein bisschen näher des ersten linken Rahmenteils, wobei auch hier im Rahmen links drinne steht. Ja, das war mal die Ausgabe 17, der linke erste Längsträger vom Unimog. Wie gesagt, wir haben hier die Windenhalterung angebaut, wir haben hier den Träger angebaut und hier die, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Gehäuse der Handbremse angebaut. Das ist das gesamte Teil. Und wir können ja mal gucken. Wir haben jetzt hier schon mal, nee, der ist zu kurz. Wir haben ja schon mal alleine hier eine Länge von 24 cm. Das ist schon mal recht ordentlich, würde ich mal behaupten. Ja, dann war es das erstmal. Recht vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei meinem anderen Projekt mit bei und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, euer Micha.